Hey meine Freunde und willkommen zurück zu Die Sims 3 mit Dirty, Kack, Baratze und mir natürlich. In der letzten Folge hat sie ja, war sie ja auf Einkaufstour in der Nachbarschaft sozusagen und hat nebenbei mal ein Auto mitgehen lassen von ihrem Freund, also Kumpel. Tja, aber was soll's, wir haben jetzt ein bisschen Kohle und eigentlich bräuchten wir jetzt Montag, wenn sie wieder arbeiten müsste, erstmal nicht arbeiten, das werden wir glaube ich auch nicht machen. Jetzt ist glaube ich, was, Sonntag schon? Ach so, 0 Uhr, ja. Den ganzen Samstag verpennt hier mit Einkaufen. Schicken wir sie mal aufs Ohr, die. Boah. Egal. Genau, duscht ist sie jetzt. Futtern wir erstmal. Wir haben uns ja in der letzten Folge noch ein. Warte mal gucken. Genau, mein Zeug ist noch drin. Das ist cool. Hat die jetzt wegen dem. Warum hat sie denn jetzt gekotzt? Wegen dem Klo? Also hab dich mal nicht so, Fräulein, ne? Genau, wir werden mal Frühstück essen. Pfannkuchen. Und dann müssen wir, glaube ich, mal einkaufen. Also richtig einkaufen. Einkaufen, einkaufen. Vor vorher machen wir natürlich hier ein bisschen sauber, weil wir können es ja so eine. Boah, ekelhaft. Sieht schon krass aus, ne? In Sims 3, obwohl mit dem neuen finde ich es noch ein bisschen krasser. Obwohl. Das müssen wir mal neben die Fotos nebeneinander legen und vergleichen. Also, ne, diagnostizieren wahrscheinlich schon eher. Genau, die ist ja, na, immerhin ein bisschen sauber. So, jetzt überlege ich gerade, was wir für die 1000 kaufen, weil wir können jetzt ein bisschen das Haus ja von außen verschönern, weil wir haben ja noch nichts gemalert. Und vor allem können wir die Fenster jetzt mal so verschieben, dass es das auch gleich aussieht. Nur abziehen und säubern. Meine Güte. Ach, die hat jetzt gar nichts gegessen. Cool, die hat aus der Limone, die wir letztes Mal in der Mülltonne gefunden haben, einen Limonpfannkuchen gemacht. Schön. Das war immerhin sehr gutes, eine sehr gute Limone. Ja, das war eine von der Qualität her hochwertige Melone. Genau, die schicken wir jetzt ins Bett und wir schauen uns jetzt gleich um. Wieso Bettverhältnisse einstellen? Wir sind doch alleine. Na egal. Genau, wir gehen jetzt schlafen. So, schade, dass die Zeit dann nicht weiterläuft. Wir gucken jetzt mal. Das war der Haus ein bisschen von außen. Obwohl, wir müssen dann Baumodus, ich Bovi. Okay, die Musik ist da genauso scheiße. Was haben wir hier schon nicht? Ach, stimmt, das hat ein. Ach nee, das ist Store. Wollen wir nicht? Nein, wollen wir auch nicht. Mann, ja. Dazu müssen wir jetzt die Wände erstmal wieder hochmachen, damit ich auch sehe, wie hässlich das hier. Oh, nein, oder? Von aussieht. Wie ihr sehen könnt, ist da wirklich noch nichts. Obwohl es geht eigentlich, ist eigentlich symmetrisch. Ich glaube, die schmeißen wir mal hier weg. Und der Mist. Müssen wir die echt da in den Mülltonne legen oder was? Ja, auch nicht. Egal. Jetzt gucken wir mal, wie wir die Außenfassade streichen. Wir nehmen, glaube ich, Holz, weil ich mag so Holzfassaden. Tiefelungen, da ist Holz. Obwohl. Das gefällt mir ganz gut. Nee. Das ist viel zu. Das hat so einen gelblichen Schimmer. Da. Das sieht doch besser aus, oder? Achso, das war Shift. Genau, das nehmen wir. Das passt zu den komischen Fenstern. Guck mal, wir schalten das mal hoch. Weil wir haben ja einen immerhin. Obwohl, das passt zu dem blauen Dach nicht, ne? Es geht. Ist ja nur von Anfang, das wird ja später noch schöner gemacht. Ich glaube aber, einen Weg könnten wir hier brauchen, mal so einen kleinen Weg bauen. Oh, das war aber teuer jetzt gerade. Eigentlich müssten wir innen den Teppich noch irgendwie vernünftig. Nee, egal. Wir machen jetzt noch einen Weg. Wo waren denn hier Wege? Das hier, ne? Ja. Das war immer ein bisschen mit Stil zu unserem Briefkasten latschen. Oh, die sind sogar kostenlos, ist schön. Aber das hilft mir jetzt trotzdem nicht wirklich viel weiter. Ich glaube, ich nehme den hier. Ja, super, aber drauf gesprüht. Betrüger hier. Ich glaube, wir machen den mal ein bisschen breiter. Ey, ich finde das so doof, dass das so gesprüht ist. Doch, ob diese Mittritte nicht symmetrisch. Und das hat nicht mal einen glatten Übergang. Naja, ist fast gerade. Ach, hier hätte ich ja einstellen können. Na, egal. Blumen, nein.
Obwohl, das kann, glaube ich, auch nicht schaden. Das ist ja auch gratis. Also, schauen wir mal an. Rosa Blumen. Dass wir hier ein bisschen bescheißen. Da auch noch ein bisschen. Nehmen wir hier noch. Nee, Quatsch. Wir lassen die rosanen. Oh, das sieht scheiße aus. Ein bisschen verbinden. Machen wir eine größere Fläche. Dann hier noch ein bisschen am Haus lang. Na, sieht doch schon fast aus, wie. Ja, bewohnbar. Genau, hier vorne noch ein bisschen vom Briefkasten rum. So. Das ist nicht mehr so ernst wie hier, ne? Und es ist egal hier. Ich bin Künstlerin. Wir lassen unsere künstlerische Ader freien Lauf. So, jetzt reicht's aber. So, was haben wir noch Schönes? Was könnten wir denn jetzt noch verbessern? Obwohl das blaue Dach gefällt, die Farbe gefällt mir nicht mehr. Ach, das lassen wir jetzt. Ich glaube, wir gönnen uns noch einen. Nee, einen Baum nicht. Doch einen Baum. Nee, einen Baum nicht. Ein Busch ist, glaube ich, günstig, ja. Oder Blumen. Obwohl, das haben wir ja jetzt. Aufgespotet zwar, aber ist immerhin, ne? Aber ich glaube, nee, ein Teich ist zu teuer. Da sind wir ja gleich pleite. Und sonst müssen wir ja. Ein Keller. Scheiße, dadurch, dass wir jetzt. Fuck. Nee, geht nicht. Das hätten wir vorher machen müssen. Naja, dann gehen wir wieder in Live-Modus, weil wir müssen ja gleich nicht die ganze Kohle verprassen. Mal wieder runter. Obwohl, wir lassen, glaube ich, diesmal die Wände. Sie schläft ja eh. Schlaf. Ich glaube, die muss ja heute ja. Nee. Ach, stimmt, ist ja Sonntag, stimmt. Habe ich ja schon wieder vergessen. Und der Briefkasten ging gerade, oder habe ich gerade falsch gehört? Das ist doofe Zeitung. Aber wenn sie ausgeschlafen hat, holen wir unsere Post, weil wir hatten ja was eingeschickt. Doofe Kerze hier. Schläft aber lang, oder? Ist der Fernseher auch an? Nee, doch nicht. Ich glaube, als erstes, wenn wir von der Post genau Spucki füttern, sonst beschwert er sich wieder bei mir, dass er nicht gefüttert wird. Irgendwie kann ich gerade nicht vorspulen jetzt. Die will schon wieder angeln. Dann machen wir irgendwas anderes weg. Staffelei wollen wir nicht. Shuffleboard, das wollen wir auch nicht eigentlich. Hm. Mann, das ist gerade meine Stimme, ist ja gruselig. Genau, wir haben jetzt Spucki gefüttert und jetzt haben wir ja eigentlich die Taschen voll mit Steinchen. Cool, die bringen auch ein bisschen Kohle. Was ist das denn hier? Achso, das ist der Goldfisch, okay. Genau. Den tackern wir. Ja, so das Spucki. So, Spucki, jetzt bist du nicht mehr alleine. Das ist die Sanzera. Die kleben wir bei uns mal an der Wand. Ja. Ach, die kann man sogar angucken, okay. Fernseher wird jetzt nicht geguckt. Wir gucken Fisch. Wert 76. Obwohl, den können wir auch verkaufen, ne? Aber wir verkaufen erstmal die Steinchen. Legen wir uns jetzt mal hier alle auf den Tisch. Na, sag mal, und verticken die? Wie lange betrachteten die denn den Armfisch? So, weg mit euch. Ah, Jutas, der. Ja. Na, super. Die Kacke ist jetzt, steht die im Weg oder was? Jetzt muss ich warten, bis sie wieder da weg sich bewegt. Geh mal kurz dahin, Fräulein. Damit ich die wieder auf die alte Stelle schieben kann. War doch da, oder? Also wenn, dann sollte ja auch auf dem richtigen Platz stehen. Wie, was ist denn mit ihr? Ach, die mag den Krach von der Spülmaschine nicht, wow. Fasset ja. Mädel, Mädel. Jetzt geht's aber los hier. Ach, die hat auch schon wieder Hunger, dann machen wir uns mal wieder was. Achso, nee, wir wollten ja erst einkaufen. Genau, das machen wir jetzt. Lebensmittel einkaufen. Konnte man hier nicht eigentlich per Telefon liefern? Na egal, aber ich glaube nicht Lebensmittel, oder? Na doch, eigentlich ging das hier schon. Naja. Jetzt kaufen wir bei unserem Arbeitgeber. Eigentlich könnte er uns das doch kostenlos geben für die harte Arbeit, die wir da haben. Was kaufen wir denn als alles? Ich weiß gar nicht, was wir alles. Rezepte. Nee, ich glaube, die erlerne ich lieber.
Wir kaufen jetzt erstmal Tomaten. 10 Stück. So, wir müssen auf unsere Kohle achten. Sonst ein Goldfisch, okay. Oh Gott. Würstchen. Haben wir auch. Tofu wollen wir nicht, ist ja ekelhaft. Hallo? Wie haben wir jetzt? Och, wir sind ja erstmal. Wir haben ja über 1000. Was, einen knutschenden Gurami können wir kaufen. Genau, Ei nehmen wir auch. Kann man auch schon essen. Jetzt müssen wir echt hier schon Essen selber kaufen. Kartoffeln. Obwohl, die Limonen sind gar nicht mal billig, war? Dafür, dass wir die in der Mülltonne gefunden haben, jetzt mal. Nehmen wir nämlich auch noch welche mit. Dann können wir mal lecker Limonenfang gucken. Patty. Aber 3. Wir haben es ja, ne? Wir sind ja reich. Boah, hier Hummer, ne? Man kann es auch übertreiben. Aber ich glaube, ne, ein Steak. Lassen wir ja. Plasmafrucht, nein. Scheiße, wir hätten hier, hätten wir, glaube ich, unser Zeug verkaufen können, oder? Egal. No, dann labern wir mal sie hier zu. Vielleicht können wir den Star begrüßen. Wow. Okay, jetzt ist er weg. Freundlich begrüßen. Die Polizei immer freundlich sein. Die könnte man irgendwann. Vor allem, wir sind ja, ne, haben ja erst ein Auto geklaut. Das wäre ein bisschen dumm, wenn wir uns jetzt unauffällig verhalten würden. Was war das denn jetzt so? Über 20, jetzt übertreibt man nicht, Fräulein. Also wir sind ja gerade mal, haben gerade mal angefangen zu arbeiten. Lustig, genau. Was war das denn da gerade? Freundlich, wir sind immer freundlich. Essen schnorren. Das soll freundlich sein? Na, irgendwie verwechselt ihr das aber gerade. Wer ist er denn? Der Alto. Genau, erzähl mal, wir sind ja voll lustig. Haha. Also der Vogel ist abartig. Ey, wir haben schon wieder Hunger. Wir müssen uns für den Nachbarn durchschnauen, oder was? Wollen wir was eigentlich was klauen? Obst und Gemüse verkaufen? Nein. Okay, dann schicken wir sie mal nach Hause und futtern, was? Immerhin haben wir jetzt, denke ich mal, einen Kontakt geknüpft. Das reicht ja auch. Auch wenn es ein Polizist ist. Oh, ich glaube, den können wir ja jetzt da reinpacken, ne? Ja. Konnte man das nicht irgendwann mal... Wie jetzt? Mein Kühlschrank ist voll, oder was? Ich wollte gerade sagen... Ach, weil sie dran war. Ey, habe ich jetzt einen Schreck gekriegt, Leute. Kann nicht sein, dass mein Kühlschrank mit den paar Sachen schon voll ist. Alles rein da. So. Ach, die macht von ganz alleine was. Das ist cool. Ich weiß gar nicht, was sie da macht. Was in der Mikrowelle, okay. Wir gucken mal hier zum Abschied wieder auf der Couch, ne? Oh, das sieht ja mal cool aus. Ich will auch einen Hot-Tag. Ich glaube, das wird unser Screen dieses Mal, weil irgendwas Aufregendes ist ja diesmal nicht passiert. No, Spooky muss auch mit drauf sein. Können wir ranzoomen? Nee, das ist, glaube ich, zu kacke. Oh, zum Abschied wieder unser Screenshot für diese Folge. Oh, fein. Obwohl, das ist ganz schön weit weg, wurde das angezeigt, oder? Finde ich jetzt. Gehen wir halt nochmal ein bisschen dran. Ja, genau, gesundes Essen. Oh, ich hatte eigentlich losgelassen, auch nicht schlecht. Ich finde, das sieht schon besser aus. Machen wir gleich als zweites, also für die B. Ja, dann sage ich mal wieder danke fürs Zuschauen in dieser Folge. Ja, wie gesagt, diesmal ist nicht viel passiert. Wir waren einkaufen. Ja, was haben wir noch gemacht? Also diesmal haben wir mal nichts geklaut. Dann bis zum nächsten Mal. Eure Sandy, ciao.